Also der Platz ist genial, aber der Wasserzugang ist Mist. Also da wäre ich ganz versteckt, hinten im Eck drin. Jetzt gucke ich mir das mal im See an. Wenn das nichts ist, fahre ich wieder hierher. Jetzt sehe ich hier gerade hinter mir, ist eine Mülltonne, kann ich gleich meinen Müll loswerden. Genial. Ups, jetzt hat er umgekippt. Das nenne ich mal einen massiven Deckel, ey. Ich bin ja nicht schwächlich, aber ich habe es schon nicht geschafft, den Deckel hochzukriegen. Also da kann ich nicht sagen, Frau, bring mal schön den Müll weg. Die sagt dann, nee, mach mal selber. Ich krieg den Deckel nicht auf. So, jetzt ziehe ich ihn aber geschwind hier raus. Das ist ganz schön schlaglichtig hier. Ja, genau das meine ich. Dann können wir wieder auf den Weg hoch. So, und bevor ich jetzt weiterfahre, wenn er jetzt schön gerade steht, gucke ich mal gerade auf der Achse. Also müsst ihr noch mal kurz warten. Hallo. Schlafen? Jo. Yes? Yes. So, und wieder zwei Kandidaten, die es für super finden. Oh, Hater, ihr habt so verloren. Unter anderem waren übrigens auch vier Ingenieure dabei, die mein Werk für genial bezeichnet haben. Ja. Und bei Bahnrückweg rechts abbiegen. Zig Leute denken übrigens, dass ich Ingenieur bin. Meine Notlösung mit der Schublade hebt anscheinend auch ganz gut. Nur regnen darf es jetzt nicht, weil, jawohl, die steht so weit innen, da müsste das Wasser dran vorbeilaufen. Ja, stimmt. Oh, jetzt habe ich Angst voller. Oh, ich habe Angst. Sehr witzig. So. Ich fahre jetzt wirklich links. Nach 400 Metern ja. Befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Moment mal. Ich habe da gerade was aus dem Augenwinkel gesehen. Das gucke ich mir nochmal an.
ja. Hallo. Hi. Müsst kurz warten.